you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. Wo klingt denn diesen Suplex denn vor, Mensch? Den Pimmelwurf, den wollte ich jetzt gar nicht hier. Und da sehe ich Sterne, das gibt's gar nicht. Ah, wow. Gekonnt habe ich dich mit einem. Nein! Na gut, ich kann sagen, mit Raffi gewinne ich wenigstens eine Runde. Ja. Ja, vorhin hast du mit dem Meister hier eine Runde gewonnen. Ach, stimmt. Und gerade eben hast du auch eine Runde gewonnen mit Krieg. Stimmt, ja, habe ich. Ja. So geht es an mir vorbei. Ich bin eigentlich das Siegen gewöhnt, ja. Ich achte da schon gar nicht mehr drauf. Das fand ich nicht sehr nett, ja. Da muss ich mich jetzt doof aussehen lassen. Autsch! Na. Ah, oh, boah, was kostet das eine Energie? Was? Ein so ein Wurf. Ja, das ist eine harte Attacke, Schein. Ja. Ja. Schön Durchfall. Und wenn das so aussieht, ja, als würde ich hier die ganze Zeit verlieren, das ist gar nicht so, ja. Wir wechseln immer zwischen den Controllern hin und her. Wir haben euch nur verpasst. Genau. Also steht's jetzt 3 zu 3. Ja. Alles klar. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier den Sieg für mich rauszuholen. Indem ich die Fledermaus nehme. Hab ich jetzt nicht die Fledermaus genommen? Nee, das bin ich. Ich will jetzt den entscheidenden Sieg für mich holen. Ah ja, stimmt, der Controller. Ich vergaß. Okay. Ich mach mich gut, oder? Sonic Boom. Ah, hier. Ui, eieiei. Na, wenn er, was der alles für attacken kann, da wird er mir schwindelig. Okay, Schein, also im Moment sieht's gut aus für dich. Als würde ich wieder gewinnen, ne? Ich krieg's kotzen. Das muss ein Gefühl sein, immer auf der Sonnenseite zu sein. Ja, klar. Meinst du, warum ich nicht in Assi-Toaster muss? Boah. Alter. Das war jetzt mal... Ja, liebes Publikum, also ich würde sagen, ich habe keine Chance gegen ihn. Das war eine Abreibung, würde ich mal sagen. Ja. Okay, damit steht es 4 zu 3 für dich. Oh, jetzt bin ich aber wieder links. Okay. Du kannst ja weitergehen mit dem Gewinn. Ach hier, Schröder hatte ich noch gar nicht, ne? Ja, ihn hatte ich auch noch nicht. Also natürlich, wir könnten jetzt hier auch zweimal Leonardo gegeneinander kämpfen lassen. Das wäre so wie als wenn Chuck Norris gegen sich selber kämpft, ohne Spiegel. Ja. Ja. Achso, übrigens, das ist auch eine. Da haben wir dann angefangen auszupfeifen. Sogar in diesem Film, in diesen kurzen Stellen, in denen Chuck Norris auftritt, geht es um seine Scheißwitze. Oh Gott. Alter, ich glaube, er sagt Motherfucker. Chuck Norris? Nein, er hier. Oder? Also, eines hört sich immer an wie Crusher. Oh, echt? Ja, gut, vielleicht haben wir blühende Fantasie. Ich finde natürlich die Version Motherfucker wesentlich besser. Er hat auch so eine Balrog-Attacke.
Ja, er grillt auch genauso wie Balrog, oder? Ja. Hat Balrog nicht immer gezählt? Bei dem Spinning Punch hat er das gemacht, ja. Ja, je nachdem wie lange du die Taste gedrückt gehalten hast. Er hat das, hat er sich von der Stimme Scheiße. Von der Stimme abgeguckt, die Runden einzählt. Drei Jahre hat er dazu wohl gebraucht, aber dann konnte er bis 3 zählen. Man lernt immer dazu. Ja. Übrigens ist der Duncan aus Green Mile und dem ultraschlechten The Story of Shan-Li, der ist gestorben, ne? Ach, wie heißt der? Michael Dings Duncan da oder so? Genau, der auch den Joggernaut bei Daredevil, wie heißt er denn? Ah, den Oberbösewicht, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hat viele Rollen gehabt, der Kollege. Eieiei, das wärst du dir mal. Bisschen zu lustig hier, du. Jawoll. Da hat er mich mit seinen langen Fußnägeln weggepult. Oli Kahns Fußnägel. Ja. War Wins, ja. Ich dachte immer, das heißt War Sales. Das ist eine versteckte Botschaft. Der Krieg gewinnt. Pass auf, gleich das kommt ist so eine Onkel Sam Botschaft. Gleich kommt Nicolas Cage an und verkauft ein paar Waffen. Ja. Waffengranaten, juhu! Ja. Vielleicht verkauft er auch sein Toupet. Ja. Meine Freundin sagt ja immer, dass Nicolas Cage gar keine Haare hat, sondern ein Toupet. Also er hat eigentlich gar keine Haare mehr auf der Stirn. Aber trotzdem liegen sie in jedem Film anders. Also Haare, die er nicht auf der Stirn hat. Oh. Nein! Fuck! Mein erster Sieg! Wieso dein erster Sieg? Jetzt steht's 4-4. Alter. Bin ich stolz auf Shredder. Jetzt wäre mir fast rausgerutscht, du legst gerade eine richtige Serie hin, aber. Ja. Das kann gar nicht sein. Nee. Oder nehme ich auch mal Donny, den mag ich auch ganz gerne. Ja, ich nehme mal die alte wieder. Aber gut. Ne? Oh, Handicap. Ja, ich brauch mir gar keins einstellen, ich bin ein. Auch das gleiche Level nochmal. Oh. Entschuldigung, hab ich eben gar nicht. Ja, ist. Egal. Ich mag große Frösche. Schöne Kröte im Hintergrund da. Oh ja, okay, der kann schon mal den hier. Das kann sogar ich. Es war so, wenn du das erste Mal Street Fighter spielst, die erste Spezialtechnik, die du hingekriegt hast, den Kick von Shang-Li oder den Schlag von Honda. Ja. Oder die dämliche Kackattacke von Blanka. Von Blanka. Das weiß ich noch, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu. Da haben wir halt beim Kumpel, den Kollegen, den habe ich schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Oder noch länger. War früher so einer von meinen besten Freunden und dann haben wir da nachts auf dem Samstag gesessen. Zu dritt. Haben immer Videospiele gezockt. Bis in die Puppen und da war dann immer Street Fighter dabei. Selbstverständlich. Und dann war das so, wir haben immer gegeneinander gespielt, VHS, und er wurde immer wütender mit jeder Niederlage. Und am Ende, da war das so, dann wollte er dann halt irgendwie mit Blanka seinen Stromattacken immer gewinnen. Und zwar gegen den anderen Kumpel, der auch dort war. Der hat den langsamen, beheblichen Zankev genommen und mit einem ganz leichten Slap diesen Stromschlag unterbrochen. Der wurde immer wütender. Der durfte nicht mehr vom Ja, Zankev also ein. Hatte ich auch in meinem Freundeskreis, der überhaupt nicht verlieren konnte. Der ist auch mal richtig ausgetickt. Irgendwann habe ich ihm die Freundschaft gekündigt, hatte ich keinen Bock mehr auf den. Ja, also, das ist der Hammer. Wenn dann, du willst ins Bett und die Stimmung ist immer gedrückter, weil er immer mehr rumbrüllt. Ja, und das ist teilweise auch bei uns so in so Soccer-Sessions hat es wirklich die ganze Stimmung runtergemacht. Ja, klar. Ne? Jeder war total still, ne?
weil er halt immer mehr ausgetickt ist. Und das war noch gar nicht mal das Beste an ihm. Das Beste an ihm war, als wir damals Wrestling geschaut haben. Wir haben uns WrestleMania 6 aus der Videothek ausgeliehen. Da war ja dann halt das Knallermatch Hogan gegen Warrior. Und ich mochte den Warrior halt damals und er war Hulk Hogan-Fan. Hm? Und Hulk Hogan hat natürlich verloren und er fing an zu flennen. Oh. Er hat Hulk Hogan sonst nie verlieren sehen. Oh, ja gut, Hulk Hogan hat wirklich selten verloren, ja. Das war ja der Banzai Drop. Da wollte er sich bestimmt das Leben nehmen, als er von Yokozuna den Banzai Drop gekriegt hat, wa? Ja, danach ist er doch weggegangen aus der WWF, ne? Ja, ja, stimmt, genau. Ach. Erst hat er dann gewonnen, dann hat er wieder verloren, ne, oder sowas. Aber da haben die das bei dem Match nicht irgendwie so gemacht, dass bei einem dieser japanischen Fotografen die Kamera explodiert ist oder so und Hulk Hogan dann blind war? Ach ja, stimmt. Stimmt. War das WWE? Ich hab mir gestern deine Macho Man Randy Savage Dinger da gegeben, die waren. Das war das Lächerlichste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Dieses Ding mit Kevin Nash, wo der plumpe, schon total verranzte Kevin Nash kommt und der Macho Man seine Freundin wieder haben will. Und er dann immer den 2 Meter noch was großen Sid befehligt, was der machen soll. Der nur so rumrennt wie so ein Hampelkopf, ja, obwohl er eigentlich der letzte Psycho war sonst immer. Ich fand das so geil, ne? Erst geht er an sein Handy ran, dann im zweiten Teil hört er den gleichen Klingelton und geht an die Telefonzelle. Bis dann beim dritten Mal merkt, dass das sein Handy ist. Herrlich geil einfach. Oh, ein Boah! Computerschädel alles reinpasst, so. Das war echt gestern nochmal vom Schlafen gehen der Bringer, ja? Und dann auch noch diese, also du, manchmal sehen ja schon Schläge echt scheiße aus, ja? Aber wie er dann auf dem Boden da den Dings zusammenschlägt, also ich habe noch fast noch nie so lächerliche Showpunches gesehen. Oh. Ich konnte noch nie mit Frauen spielen. Komm, nicht perfekt. Nicht perfekt, komm schon, Baby. Ja. Ach, fuck. Da habe ich noch einmal den Ass gegeben. Ja. Das ist auch sowas. Ich habe so eine riesige Kiste, wo die Videospiele jetzt drin sind, die ich verkaufen will. Und dann sind da noch andere Sachen. Ich habe noch original verpackte WWE-Figuren und sowas. Und auch alte Kassetten, SummerSlam, History of SummerSlam und sowas, eine Videokassette. Und da habe ich auch noch die gute Ric Flair Collection drin, ist mir aufgefallen. Was war das denn? Also, das ist ein Kunden. Ich habe auch so den Select gedrückt. So. Und da habe ich dann die gute Ric Flair DVD wieder in den Händen gehabt. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte ja 2006, hatten Kai und ich auch nochmal so ein. Ich möchte nochmal voll hier catchen, interessiert mich wieder voll. Will ich jetzt nochmal mich mit befassen? Und da war die gute DVD mit Ric Flair, wo er die Viagra-Pillen schlug. Das ist auch genial. Das war genial. wo er irgendeinen wichtigen Kampf gewinnt, ich weiß nicht mehr gegen wen. Und nach dem Kampf fährt er dann mit seiner Limousine da, haut er dann ab aus der Arena. Und da steigen natürlich ganz viele junge Puppen ein. Heiße. Und so wie er eine Kamera zwinkert, so diese Flasche rausholt, sich die Pillen einschüttelt und sagt: All night long, baby. Woo! Coole Sau. Also, ich habe bei dir wirklich das Gefühl, das klappt mit der Steuerung ein bisschen besser als bei mir. Da hat er mir das Seil in den Arsch gesteckt. Ja. Wenn ich denn eins habe. Am effektivsten wäre es natürlich, wenn ich das Seil werfen könnte wie im Turtles-Film und dass dann alle Lichter ausgehen. Ja, oder Raffas eine von seinen Spezialtechniken, wenn er Rauchgranaten werfen könnte, das wäre auch toll, aber die bräuchte ich wahrscheinlich hier. Kommst du mir so vor oder erinnert diese Stage stark an die von Zangief? Ja, du meinst durch diese
unglaublich prägnanten Armbewegungen der Foot Soldier. Hat er Gatorade gesagt? Ja, ich glaube schon. Also Schleichwerbung hier. Aber ich krieg das auch nicht hin. Also mit der Rio-Kombination geht das irgendwie nicht. Ja. Oh, shit. Hast du jetzt gewonnen? Nee. 1-1. Eine Runde fehlt mir noch. Das wäre natürlich hier nochmal ein toller Abschlusssieg für mich, wenn ich Raphael gewinne, ja. Ja, also ich würde sagen, diesen Kampf kann eigentlich nur Raphael gewinnen. Ja, ja, ja. Das ist das Positivste an der ganzen Sache überhaupt. Boah, fuck. Ich kann jetzt leider nicht mehr von dir ablassen, du bist mir zu gefährlich mit deinen Special Moves. Oh! Oh yeah. How did he do that? So. Ist auch eine 2-Sekunden-Aktion, nur mit der Tritt-Taste. Kriege ich nicht. Okay, jetzt geht's. Das ist auch so, den gleichen Kick hat Bison, glaube ich, auch. Den mit dem Rad? Ratschlag? Ja. Der so, oder so einen ähnlichen halt. Gut, da habe ich ja nochmal gewonnen. Ja. Und wir es von dem grünen Fußsoldaten ausgepfiffen. Ja. Weil ich gewonnen habe. Dafür. Ja. Er war neidisch, auf, weil er die gleiche Kapuze hat, ja, und meine Hautfarbe sieht auch so blau aus. Das hat Logik. Logik ist für Pussys. Ja, würde ich sagen, haben wir hier zum Abschluss nochmal eine schöne Abschlussstatistik. Ja. Und mir fällt auf, ich habe den Kämpfer Arm nicht genommen. Wen hast du nicht genommen? Arm. Oh ja, wer ist Arm? Weiß ich nicht. Der Hai, ne? Das könnte hinkommen. Ja gut, ich will dir das jetzt nicht vorenthalten. Ich hab, glaube ich, ich hab Michelangelo nicht genommen. Leonardo und Leo. Damit hast du jetzt auch zugegeben, dass deine Statistik auf der rechten Seite steht. Oh, blendet aus, was er gerade gesagt hat, ja. Blendet das aus. Also ich würde jetzt nochmal Arm nehmen, wenn du Michelangelo nimmst, ja? Meinst du? Damit meine Statistik, ich möchte ja nun wirklich alle benutzt haben. Boah, da musst du aber auch nochmal Leo nehmen. Nee. Den hatte ich schon. Na gut, dann nehme ich Arm. Das ist tatsächlich der Hai. Ja, dann darfst du hier logischerweise, es ist übrigens hier Shines Konsole und auch Shines Cartridge, da darf er sich natürlich auch zum Schluss nochmal die Stage aus. Ich habe dir natürlich auch den schlechteren Controller gegeben, damit das mit der Steuerung ja, das ist der, den immer gegen die Wand auch funktioniert. Hat, oder? Boah, was war das denn? Oh! Ey, das sind doch Rocksteady und Bebop. Yo! Ich weiß nicht, warum die nicht dabei sind. Die hatten keine Zeit. Nee. Die mussten die Arme wie die Russen ins Tank Stage benutzen. Ey, der Hai ist scheiße, Mann. Ja, habe ich doch gesagt. Er kann einen ganz guten Fußfeger. Ich könnte ja jetzt noch von wegen Hai noch einen üblen Witz bringen, aber das... Ja, lass dich aus, also. Ja, darf ich das? Werde ich dann nicht geschlagen? Nee, also da müsstest du jetzt Onkel YouTube fragen. Weiß nicht, was der davon hält, wenn hier Leute unsauber. Nee, das geht ja nicht um YouTube. Es geht um einen guten Kumpel von dir, der sich auf Hai reimt. Ach so. Ich glaube, ich weiß, so, was du meinst. Ja, lass dich raus. Nee, das war auch schon der Weg mit dem Zaunfall. Ach so, okay. Und da wir ja beide von dem Hai nicht so begeistert waren und der dich gerade voll kotzt. Er hat auch genauso eine große Fresse. Er hat aber keine Affenfresse, oder? Nee, das nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat er sich rasiert und vorher waren Haare dran. Sah aus wie ein Bär um Eier im Gesicht. So. Was ist das denn? Sieht aus wie ein... Das ist Matrix. Von Dalsim, ne? Ja, das durchbricht Zeit und Raum, das Ding. Fliegendes Weißbrot oder so.
Nein! Nein! Yeah! Verdammt! Das waren jetzt zwei Geräusche, da kam wahrscheinlich eins vorne und eins hinten raus. Ja. Gute Durchblutung. Ja, die meiste findet übrigens in den Eiern und im Pesel wahrscheinlich statt. Hast du schon mal Eierhoden gesehen? Haihoden? Das ist. Boah. Die baumeln bestimmt, wenn der Hai auf dem Rücken schwimmt, aus dem Wasser, so wie sonst oben die Flosse, was? Ja. Oh! Was sind das denn, Bojen? Nein, das sind Haihoden. Lass sie uns mit einem Hammer niederschlagen! Splash! Ja, aber schade, dass sie jetzt, schade, dass, du nicht auch krank bist, sonst hätten wir jetzt noch dein Spiel zocken können, wo ich ziemlich gespannt drauf bin. Ich auch. Ja. Aber gut, ich glaube, wir haben genug erstmal. Ja. Ich habe die Schnauze voll. Ja. Das waren eindeutig zu viele Siege auf meiner Seite. Das ist das Problem. Also, und Entschuldigung, lieber Hai, nochmal an dieser Stelle. Ja, lieber Hai, von meiner Seite aus kommt natürlich was anderes, ja. Ich hoffe, ich muss das mit ihm nicht mal irgendwie beim Armdrücken klären oder so. Nee, nee. Meistens zählt er gar nicht bis zum Armbrot durch. An dieser Stelle schöne Grüße an dich und wenn du deinen Ärger auslassen möchtest, der gute Jack Schäfer ist immer an deiner Seite. Ja, ja. Ich reib dir einen Fuß durchs Gesicht, dann beruhigst du dich schon wieder. Boah. Hornhaut geht voraus, ne? Gut, gut. Ich glaube, das war's für diese Runde. Ich sag einfach mal tschüss bis zum nächsten Mal. Keep Gaming und du hast das letzte Wort. Ja, mir hat das viele Siegen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, demnächst wieder einen nicht ganz so starken Gegner zu finden. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.